Ah, ihr seid es. Wo seid ihr gewesen? Habt ihr die Monster gesehen? Sie kamen aus den Bergen und haben angefangen, das Dorf anzugreifen. Ich habe sie von meinem Posten aus gesehen. Eine Bande großer gefährlich aussehender Orks, die von einem Mann in Grau angeführt wurden. Erzähl mir von dem Mann in Grau. Wer war er? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja noch nie gesehen. Ich habe gesehen, wie er nach Rundels Haus gegangen ist, während die Monster das Dorf angegriffen haben. Ich hoffe, es geht da Rundel gut. Gut gemacht, Nate. Weiter so. Okay. Einverstanden. Es scheint, dass diese Zeit des Unheils noch schlimmer wird. Nun greifen uns die Feinde, die unsere Frauen und Kinder entführt haben, offen und furchtlos an. Seit Generationen wurde Kuldahar nicht so von solchem Übel überfallen. Und ich fürchte, es kommen noch schlimmere Zeiten. Das Böse, das die Bewohner verschwinden ließ, ist nicht dasselbe, das hinter diesen neuen Angriffen steckt. Ich versuche herauszufinden, was hinter diesen neuen Bedrohungen steckt. Doch zuerst brauche ich Vorräte. Ja. Oh, wir können hier Schädel verkaufen und halt, Schlüssel. So, hast du irgendetwas, was uns helfen könnte? Na, eigentlich nicht. Du bist wirklich nur ein Gemischtwarenhändler. Das heißt, oh, ich kann die beiden an dich verkaufen, den Stab nicht. Das da kann ich verkaufen. Kann den hier öffnen. Edelsteine verlieren zum Glück nicht an Wert. Oh, der Ring der Schmerzverstärkung. Der ist ja auch verflucht. So, damit bin ich das los. Sag gewiss. Weiter. Jetzt können wir das Geld auch nutzen, um mal was Schönes bei Kohlland zu kaufen. Wenn er denn was hat, weil Tränke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Er hat ja auch nichts Besonderes. Also er ist ja eigentlich nur Gemischtwarenhändler. Sofort. Ja, zeig mir, was zu kaufen habt. Ja. Probe der Einflößung. Skarabäus sind gutes Willen. Der Nehmervolle. Da, den brauchen wir erstmal noch nicht. Den Nehmervollen Beutel, denke ich mal. Kapitel Spitz. Schimmernde Schärpe. Kann nur von guten Charakteren verwendet werden, so wie das aussieht. Wäre also was für dich. Aber ja, die Kappe der Spitzbogen. Die kaufen wir mal. Ist zwar etwas teurer, aber. Mit dem kann man nur Schockgriff verwenden. Ja. Stab des frostigen Todes. Des Gond. Der wäre eigentlich auch noch was. Ist so gar nicht mal teuer. Ja, komm, kaufen wir den auch mal, den Gürtel des Gond. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was für eine Robe trägt er eigentlich, dass ich die vergleichen kann. Aber ich glaube, er hat eine bessere. Ja, höchstwahrscheinlich. Geschicklichkeit plus 1. Hm.
Erträgst du den jetzt? Dir bringt er dann zwar nicht viel. Ja, merkt man. Ah ja, das Teil ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt hat sie von selbst aus Schlösser öffnen 75. Jetzt hat sie Schlösser öffnen 75. Achso, das ist List, der da macht. Hä, hat sie da nur 65? Ja, da hat sie nur 65. Okay. Haben wir eigentlich Glück? Hier drin? Sieht auch nicht, doch Glück. Ja, gut. Ja. Ich möchte verkaufen. Mal sehen, was möchte ich verkaufen? Schutz vor dem Bösen brauchen wir eigentlich nicht. Kalte Hand brauchen wir nicht. Rüstung nicht. Brennende Hände auch nicht. Klopfen hätte ich benutzen können. Hast du noch Klopfen? Wäre praktisches zu haben noch. Nein. Ja, Klopfen behalten wir mal. Ach, zweimal Hast könnten wir eigentlich verkaufen, weil wir können jederzeit Hast sprechen. Furchtbann und Furchtbann. Wahrscheinlich die Priester- und die Magier-Variante. Stärkung behalten wir. Stärke können wir verkaufen. Gift verlangsamt auch. Stille auch. Berührung eines Ghouls. Ist ein Berührungsangriff. Also weg damit. Die müssten wir noch identifizieren. Böses entdecken kann weg. Feuerballbeeren heben wir einmal auf. Und Tote festhalten und Verwirrung brauchen wir auch nicht. Vampirgriff ist auch nicht so das Tolle vom Ei. Unauffindbarkeit brauchen wir nicht. Dimensionstor behalten wir mal. Ja, Eislanze können wir auch behalten. Ja, gut. Ach so, das ist Gesang, nicht Gebet. Gesang braucht man nicht. Weil für Gesang muss der ja stehen bleiben. Wie kann ich So, jetzt vorwärts? aber. Sofort. Es soll geschehen. Stimmt eigentlich, ich habe gar nicht geguckt, was haben wir noch so für Waffen hier? Na, nichts, was ich loswerden möchte gerade.
Gut, gibt's hier drin jemand, der was zu sagen hat? Ihr seid einer von diesen Abenteuern, die auf nach Tahao gegangen sind, nicht? Und wer hat euch gesagt, dass ihr da Unruhe stiftet und die ganzen Biester ins Dorf treiben soll? Diese Angreifer im Ort kamen nicht von Drachenlaut. Sie gehören zu einem anderen Problem, mit dem ich mich, wie ich fürchte, wohl in Kürze befassen muss. Fürs Erste brauche ich etwas zu essen, wenn die Küche geöffnet hat. Wenn ihr etwas zu essen haben wollt, sagt dieser dreckigen, ziegenbärtigen Schnapsdose dahinter der Bar so aufhören, die Vorräte wegzutrinken und den Ofen anheizen. Am besten schreit ihr, er hat zu tief ins Glas geschaut, um zu hören, wenn man zivilisiert redet. Ja gut, dann werde ich mal mit Komp reden. Entschuldigt das durch, Herr Freund. Wir haben im Moment auch unsere Probleme. Es sieht aus, als hättet ihr ein Drachenauge, ein Schlangennest aufgescheucht. Jetzt kommen sie herunter, um es uns heil zu zahlen. Ja, sie kamen nicht aus dem Drachenauge. Da kommt ein Fiddlebiggers mysteriöses Gebräu, können wir uns mal gönnen. Ja, ich hatte eine beunruhigende Begegnung mit einem eurer Barmädchen, Lysanne im Tal der Schatten. Ich hätte mich schon gewundert, wo dieses törichte Weib hin ist. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass die Räuber sie erwischt haben, aber im Tal sagt ihr, sie hat gesagt, sie würde ihre Familie im oberen Teil von Kultha besuchen. Wie sie es alle zwei Monate oder so tut. Ich nehme an, das hat sie euch nur erzählt, damit ihr nicht wisst, dass sie zum religiösen Meditieren zurückzog. Sie war eine Priesterin der Auril und sie ging hoch ins Tal, um den Willen ihrer Göttin zu erfüllen. Sie wird nicht zurückkommen. Was, meint ihr das ernst? Lysanne ist vielleicht kalt wie ein Hexenbruder, aber eine Priesterin der Frostmaid? Kommt ihr auf Scherze zu treiben mit Wilf? Hört zu, ich habe mir getan, was getan werden musste. Aber aber sie hatte Winter in ihrem Herzen und war eine Gefahr für Kuldaha. Deshalb musste ich gegen sie kämpfen. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich verstehe, also um ehrlich zu sein, ich hatte den Verdacht, dass Lysanne mehr war, als sie vorgab, aber trotzdem eine Priesterin der Auril, meine Güte. Und denn ich werde dafür sorgen, dass ihre Sachen hinausgeworfen und verbrannt werden. Wartet, ihre Sachen. Hättet ihr etwas dagegen, wenn ich sie an mich nehme? Sie könnten Hinweise geben, vor allem wenn sie wertvoll sind. Ich würde ihr die Sachen gerne sehen. Vielleicht enthalten sie Hinweise darauf, was hier im Tal vor sich geht. Wenn nicht, werde ich dafür sorgen, dass sie sicher aufbewahrt werden. Hm, in Ordnung. Ich habe sie hier. Wir haben Wilkomp berichtet, dass wir Lysanne getötet haben und dass sie eine Priesterin aus Priesterin Aurils gewesen war. Er war gerade dabei, ihre Sachen hinauszuwerfen, aber wir konnten ihn überzeugen, ihre Habseligkeit uns zu geben. Es war nichts Bedeutendes dabei. Im Wesentlichen handelte es sich um ein paar in ein altes Gewand gewickelte Schriftrollen. Dennoch könnten uns die Schriftrollen auf unserer Expedition von Nutzen sein. Danke, Wilkomp. Oh. Eine fadenscheinige Robe zum Identifizieren und ein paar sehr starke Wundheiler. 2W8 und keine Ahnung. Steht nicht dabei. Wo ist die Schutzformel? Guck mal, ob du die beiden identifizieren kannst. Und das Ding da. Feuer, Säure. Gut. Umhang des herumrückenden Sturms. Ah. Handlungsfreiheit. Einmal täglich dauert 4 Phasen. Rüstungsklasse, Rettungswurf gegen Lähmung und Widerstände. Da du hoffentlich nicht so oft angegriffen wirst, also Tarion, krieg die mal Brenno hier, weil er die höchste Rüstungsklasse noch von allen hat, außer dir natürlich. Dein Befehl. Vorwärts! Wobei wir das jetzt auch mal ändern könnten. Mal gucken, was eine gescheite Rüstung kostet. Aber erst bei den Tempel gucken, ob jetzt die Priesterin heil zurückgekommen ist.
Ja, dann gehen wir hoch zum Schmied nochmal, gucken, ob der eine schöne Rüstung für uns hat. Vorwärts!